neue Folge aus dem FF Frauen Fußball Leidenschaft. Schönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze euch anschaut. Heute haben wir wieder verschiedene Themen zu besprechen. Im 14. Spieltag der Flyer Alarm Frauen Bundesliga. Wir werden einen Blick Richtung England werfen. Wir werden aber auch verschiedene andere Themen ansprechen, die wichtig sind. Und wir legen jetzt gleich los, aber bevor wir loslegen, ich habe den Zebrinas versprochen, Werbung für sie zu machen, beziehungsweise mich zu bedanken für die Geschenke und dass ich heute auch das T-Shirt trage, das sie mir geschenkt haben, den Schal kurz umlege. Ich denke mal, das gehört sich so, weil das eine echte Wertschätzung war, dieses Geburtstagsgeschenk. Vielen herzlichen Dank an alle von den Zebrinas. Wenn wir schon bei den Zebrinas sind, Bayern München, MSV Duisburg, das war ein Spiel, wo man gesagt hat, das müssen 3 Punkte her. Andreas. Ja, hat ja geklappt, sind 3 Punkte hergekommen. In der ersten Halbzeit noch etwas Chancenwucher, wie es so oft bei Bayern der Fall ist, aber an sich dann vor allem in der zweiten Halbzeit sehr souverän. Ich denke, mit 4-0 und den 3 Punkten kann man sehr zufrieden sein. Und mit der aktuellen Entwicklung der Tabellensituation wird man in München auch zufrieden sein. Also jetzt selber gepunktet in Bremen gegen Duisburg, und Wolfsburg hat dazu beigetragen, dass es dann doch zumindest auf dem Papier jetzt wieder spannend aussieht. Also ich glaube, in München ist man sehr zufrieden im Moment. Ja, es war teilweise zähes Spiel, was ich so gesehen habe. Man hat sich schwer getan. Duisburg hat sehr diszipliniert gespielt. Haben immer verschoben, und Bayern hat immer schön die Kugel verlagert, immer wieder. Hat natürlich Duisburg ja schön in Bewegung gehalten, auch ganz klar. Irgendwann musste es auch mal einen Kräfteverschleiß geben bei Duisburg. Das hat sich nachher in der zweiten Halbzeit bewahrheitet. Aber auch die Fehlerquote in der Abwehr von Duisburg war natürlich enorm, ne? Andreas? Ja, aber wir dürfen eben nicht vergessen, da spielt der Tabellenzweite gegen eine Mannschaft, die gegen Abstieg kämpft. Und da ist doch ganz klar, dass Duisburg nicht nach München fährt mit der Erwartungshaltung, die machen wir jetzt mal geschwind rund, die schießen wir aus dem Stadion, sondern die wollen gut verteidigen, die wollen hinten kompakt stehen. Und das haben sie ja auch lange Zeit geschafft. Und von daher, ja, am Ende ist halt dann doch ein klares Ergebnis geworden. Aber zumindest mit dem Verlauf oder mit dem Ergebnis und allem bis zur, weiß ich nicht, 50., 55. Minute oder so, wird man in Duisburg auch zufrieden sein, weil man gesehen hat, dass man hinten sehr stabil stehen kann und es den Bayern sehr schwer gemacht hat. Und ja, und du hast eine super Torhüterin. Ja, die hat auch sehr gut gehalten, zweimal, ja. Die hat klasse die Bälle rausgeholt. Das waren ausgleiche Situationen, wo man eigentlich gedacht hat, Mensch, die sind jetzt drin. Dann fängt die das Ding dann auch aus. Ne? Also es war schon klasse. Er hat noch zum Spiel noch was beizutragen. Ja, dass die Kräfte sicherlich in der zweiten Halbzeit sehr nachgelassen haben bei Duisburg, sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass die in der ersten Halbzeit schon zweimal relativ früh wechseln mussten. Ja. Also von daher mussten da dann Spielerinnen, ich sag jetzt mal gezwungenermaßen, 70 und mehr Minuten durchspielen. Weil ich weiß gar nicht mehr, die erste Verletzung war ja schon fast nach 10 Minuten oder sowas. Ja, und das ging ziemlich die andere nach los, Viertelstunde. Ja. Also war relativ früh für Wechsel, sage ich jetzt mal. Also von daher. Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, dass diese Verletzung, die Auswechslung, das ist natürlich klar, wenn du dir Taktik ausgedacht hast mit den und den Spielerinnen, ist es immer schwer für die Einkommenden, das dann auch entsprechend umzusetzen. Zumal Bayern München wirklich immer wieder Spiel verlagert hat. Die Maxi Rahl oft allein da stand auf weiter Flur, hatte man zu spät gesehen. Beziehungsweise man hat immer eine Zwischenstation genommen. Man hat sich Duisburg wieder schön auf die andere Seite verlagert. Hier ist, denke ich mal, ein bisschen Verbesserungspotenzial, schneller den Flügelwechsel bei Bayern München zu machen.
Ich würde nur noch kurz ansprechen, natürlich der Laura Benkert, die das erste Mal ihren ersten Ligaeinsatz jetzt feiern durfte nach ihrer Verletzung, ist ja nur einmal kurz zum Einsatz gekommen gegen die mexikanische Mannschaft und ja, Marla Gross ja eben für dieses Spiel ausgefallen. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz interessant, wie sie sich jetzt da präsentiert und natürlich dann auch auf lange, lange Sicht hin, ob sie da wieder ihren Platz zurückerobern kann oder ob da jetzt voll auf Marla Gross gesetzt wird. Nee, war Marla Gross, war die jetzt krank, ne? Krank, oder? Ja. Wir haben es nicht mitgekriegt. Krank. War krank, ne? Ja, ich denke mal, es wird kaum Situationen war, wo sie sich jetzt auszeichnen konnte und ihr Können oder zeigen konnte. Also von daher war das jetzt nicht das Spiel, wo man sagt, ne, da kann ich jetzt zeigen, was ich kann. Da hätte sie auf der anderen Seite im Tor stehen müssen. Da hätte sie weitaus mehr zu tun gehabt und sich auszeichnen können. Aber Duisburg fehlte einfach die Durchschlagskraft. Ne? Ja, das war jetzt auch nicht so ernst gemeint. Ja, die waren bemüht zu verteidigen, haben sicherlich versucht, auch Nadelstiche zu setzen, aber meistens im Aufbau waren dann schon Fehler, Abspielfehler, wobei man überraschenderweise diese auch bei München gesehen hat, Aufbaufehler. Ne? Wer gefehlt hat für mich, das war Caroline Simon. Ja. Die Caroline Simon hat gefehlt, die auch mal den Seitenflügelwechsel gestalten kann. Das war eigentlich schade. Wer positiv aufgefallen ist, das muss ich dann mal den Andreas mitnehmen, die Sidney Lohmann. Ja, ja. Wirklich klasse. Ja, das musst du mir nicht sagen. Ich halte ja alle paar Wochen Lobesreden auf sie und sag unverzichtbar im Bayern-Mittelfeld. Und hoffentlich bleibt sie jetzt mal längere Zeit von Verletzungen verschont. Sie ist ja ein ganz elementarer Baustein in dem Team. Mhm. Ist da mit dem Michael hier unten oder oben, wie auch immer, wo er gesehen wird, so ein bisschen vernachlässigt? Bayern München war das für dich klar, dass die da mehr oder weniger souverän durchgehen gegen die Liga? Ja, ich denke schon, das Ergebnis war so in etwa zu erwarten. Gegen so ein Abwehrbollwerk ist manchmal nicht einfach und sie haben gezeigt, dass sie da oben dranbleiben wollen, ja. Mhm. Sonst zu dem Spiel noch was von eurer Seite? Also ich möchte mal ein paar Worte zu der Schiedsrichterin sagen, die mir also sehr gut gefallen hat. Die mögliche Abseitsposition beim Tor von Lina Magul nachher. Ganz top gesehen, dass es kein Abseits war, weil die Lea Schüler rausgegangen ist, ohne in die Situation einzugreifen. Das muss man schon mal sehen. Und auch der Elfmeter, der Handelfmeter, wo dann eben die Arme so weit oben waren, da weiterlaufen zu lassen, den Abschluss noch zu sehen, der an Posten ging. Und dann gab es ja den Elfmeter. Das waren zwei Situationen, die ich so noch nicht gesehen habe. Michael, du? Ich habe das Spiel nicht gesehen. Okay. Musst du rausschneiden. Muss ich rausschneiden? Bin ganz bei dir, ja. Ja, das war Top, ja. Ja, muss man einfach sehen. Das war, wir schimpfen ja immer über die Schiedsrichterinnen, über die Assistentinnen, weil da war das Zusammenspiel zwischen der Hauptschiedsrichterin und der Assistentin, also klasse bei dem Abseits. Ja, also in Anführungsstrichen, es war ja kein Abseits, weil die Schüler hat ja wirklich das clever gemacht, ist rausgegangen, ohne sich in irgendeiner Weise an dieser Situation zu beteiligen. Und Lina Magul hat die Situation gut erkannt, den Pass von der Zadrasi und hat dann eben den Erlaufen, den Ball, und schön oben in Knick reingesetzt. Ne? Wie gesagt, das muss man einfach mal erwähnen, ist auch wichtig, ne? Weil die kriegen genug Schelte. Schimpfe. Ne?
Ja. Ja. Okay. Also, Bayern ist da durch. Souverän 4-0 gewonnen. Sicherlich müssen sie noch an bestimmten Dingen noch arbeiten, aber das werden sie schon tun. Ja, dann kommt Leverkusen gegen Wolfsburg. Und also ich hatte eigentlich gedacht, Leverkusen könnte jetzt mal so ein bisschen sich freischwimmen und mal ein bisschen was tun. Aber das hat ja, glaube ich, 13 Minuten nur gedauert. Dann hat es schon geklingelt. Eure Meinung zu dem Spiel? Wobei das 1-0, das Vermeintliche, ist erst gefallen sozusagen. Und das wurde wegen Abseits abgepfiffen. Ja, da war ein 1 wohl aberkannt, ja, genau. Mhm. Aber Poppy hat natürlich gleich wieder ihre Birne mehr oder weniger hingehalten auf Flanke von Svenja Roth. Das 1-0, das richtige 1-0 nachher. Da haben sie natürlich eine unglaublich tolle Mittelstürmerin jetzt. Ne? Wer möchte dazu was sagen? Also ich denke, dass das Wolfsburg schon, man hat denen schon eine gewisse Nervosität angemerkt, irgendwie in den Anfangsminuten. War schon für mich eine gewisse Verunsicherung da, sicherlich aus dem verlorenen Spiel gegen Hoffenheim. Aber sie haben sich so nach und nach ins Spiel reingefuchst, sage ich jetzt mal. Und nachdem dann das 1-0 gefallen ist, dann war irgendwie der Knoten geplatzt bei denen. Ja, also befreiter aufgespielt. Ist logisch, wenn du so eine Niederlage fängst, dann weißt du, du kannst verlieren, du weißt es. Und Leverkusen war ja auch angeschlagen und immer noch nicht so in richtiger Topform. Und es ist ein Auswärtsspiel. Das sind mehrere Unbekannte, die du hast. Ja, da haben sie es eigentlich auch dann souverän durchgezogen, ne? 4-1 gewonnen. Und jetzt warten wir wirklich auf den 25.03. zum entscheidenden, vorentscheidenden Duell nebenan, ne? Andreas und Adriana. Ja, also ich fand auf jeden Fall bei Wolfsburg natürlich die ersten zwei Tore, beide aus sehr ähnlichen Situationen entstanden. Die Flanke von rechts und dann Alex Popp, die sich in der Mitte durchsetzt. Das wäre eigentlich so der Standardspielzug schon fast von Wolfsburg, würde ich sagen. Aber ja, das dann auch schon nach 16 Minuten, glaube ich, war das 2-0 steht. Also das unterstreicht dann schon wieder, dass Wolfsburg da jetzt gut, sage ich mal, mit der Niederlage umgegangen ist und eine gute Reaktion gezeigt hat. Und eben jetzt auch im Hinblick auf das Spiel gegen Bayern natürlich im bestmöglichen Licht dastehen will. Davor kommen jetzt auch noch die Champions-League-Spiele. Also das werden sehr interessante Wochen, die auf uns zukommen. Ja, auf uns alle Fußballfans und natürlich auf unsere Talkrunde auch. Ne? Wird spannend. Ne? Gut, das Spiel beiseite. Jetzt ist der Michael endlich mal dran. Du warst in der Kälte gesessen in Hoffenheim vor wie viel? 613 Zuschauern? Und 11. 11. 611. Ja, ich habe mich jetzt schon mitgezählt. Also 611. Eigentlich eine magere Kulisse. Es ging natürlich gegen Meppen. Da wusste man natürlich auch nicht, ne? Meppen, wie die da zu Werke gehen, defensiv eingestellt. Wie hat sich Hoffenheim verkauft? Ja, es war eine Halbzeit richtig schwierig, sagt ja auch der Halbzustand 0-0. Hoffenheim hatte zwei Torszenen in der ersten Halbzeit. Und Meppen hat das wie gewohnt stark gemacht, defensiv. Eine Fünferkette, davor eine Viererkette und vorne eine Stürmerin, die Finnen. Und defensiv können die wirklich was. Das ist das erste Mal in dieser Saison, dass sie mehr als drei Tore kassiert haben. Wolfsburg, Freiburg und Bayern haben jeweils drei geschossen. Und aber nach vorne geht da gar nichts. Also offensiv sind die nicht Bundesliga-reif, das muss man ganz klar sehen. Bei Hoffenheim war auffällig, dass Nadine Reuser, die Trainerin, wieder mal in der Halbzeit die richtigen Dinge getan hat, die Außenverteidigerin nach vorne gezogen hat, den Spielaufbau über die beiden Innenverteidigerinnen, Luana Bühler, Michaela Specht. Und es hat dann nur 8 Minuten gedauert bis zum 1-0 und dann konnte man sehen, dass Meppen plötzlich die Lücken gelassen hat und
ja, Krumbiegel, Paulina Krumbiegel und Katharina Naschenweng haben dann die Lücken gerissen und dann wurde es ein 4-0. Also Meppen hat dann noch kräftemäßig nachgelassen. Beeindruckend, was Hoffenheim spielt seit der Winterpause. Dritter Heimsieg. Wieder ohne Gegentor, was es vorher gar nicht gab. Insofern hat die Trainerin da wirklich alles richtig gemacht. Ja, fünf Spiele, 5 Siege, 17-1 Tore, glaube ich, waren es. Genau. Also eine tolle Bilanz. Von heute auf morgen sofort hat es geklappt, was ja nicht immer normal ist. Und spielen jetzt weiterhin um Platz 3 in Frankfurt. Ne? Frankfurt, das Spiel ist ausgefallen. Ja, wird ja morgen Abend nachgeholt und genau. Bin gespannt. Hoffenheim hat ja in Bremen eine Unentschieden gespielt. Das ist nicht einfach, da zu gewinnen. Da gewinnt man nicht mal eben so. Ich weiß nicht, wie die Platzverhältnisse dann sind nach 3 Tagen. Bin gespannt auf das Spiel, ja. Und Hoffenheim ist voll da um Platz 3. Du wolltest auch was dazu sagen noch, Charlotte? Ja, Frankfurt, ne? Ja. Sie sind zumindest heute in den Bus gestiegen und sind Richtung Bremen aufgebrochen. Also werden, denke ich mal, inzwischen in Bremen sein, wenn nicht irgendwie die Autobahn dicht ist. Ja, ich bin gespannt. Morgen Abend, das wird kein einfaches Spiel. Und na gut, das wird halt es wird ein weicher Boden sein. Der trocknet ja nicht innerhalb von ein paar Tagen ab. Ne? Weich oder gefroren, keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht, wie das Wetter da oben ist. Es wird morgen wieder kälter. Heute war es so warm, morgen wird es wieder kälter, keine Ahnung. Aber egal wie, sie müssen einfach ihre Chancen nutzen und ihre Tore schießen. Und zum Notland 1. Was mir dazu einfällt, ist einfach, trotz Rasenheizung ist das Spiel ausgefallen. Das zeigt wiederum, dass die Investition in eine Rasenheizung für die Frauen unserer Bundesliga für mich keinen Sinn macht. Da hatten wir ja schon Diskussionen auf einer anderen Plattform, wo ein Fan es nicht einsieht, dass das Spiel Bayern gegen Potsdam gegen Bayern ausgefallen ist. Du wirst dich erinnern, Charlotte, das hatten wir heute noch oder gestern. Ja. Die Investition lohnt sich nicht. Ja, 700.000, 400.000 Euro dafür investieren, um so ein Ding aufzubauen, plus dann die Energiekosten und Wartungskosten. Das holt kein Verein in der Frauenbundesliga rein. Oder was meinst du, Micha? Ja, ich glaube, es war einfach zu viel Schnee, so wie ich das Foto gesehen habe. Da hätte man dann viele Leute gebraucht. Bei irgendeinem Männerspiel, ich glaube in der dritten Liga, haben Fans und Trainer und alle den Platz freigeschaufelt. Das war in Bremen sicherlich nicht möglich. Und dieser Platz 11, glaube nicht. Ja, letztlich ist es ungewöhnlich, vielleicht im März mittlerweile schon, aber kommt halt noch vor. Ja, genau. Also, aber ich weiß das noch so, 1900, wann war das? 92, 94 oder so um die 80er. Da war das eigentlich gang und gäbe, dass es dann im März nochmal richtig gefrostet hat und auch Schnee gegeben hat. Also, und das hat bis in die 2000er war das. Ich war mal in einem, ich weiß nicht mehr genau, wann ich in Indien war, über Ostern, da habe ich da in kurzen Hosen durch Mumbai marschiert und in Deutschland haben sie Schnee geschaufelt und das war im April. Das war in 2000ern gewesen. Also von daher, ich glaube, auf Wetter ist, glaube ich, kein Verlass mehr in einer Dichtung irgendwie. Ich glaube, wir müssen damit leben und dieses Jahr hat es halt jetzt mal ein paar Spiele. Ja, mir ging es halt nur um die Investition von der Rasenheizung. Ab einer Höhe geht es ja sowieso dann vorbei, ne? Ja. Ja, und ich denke halt so Plätze wie Platz 11 in Bremen, die völlig offen sind. Also da ist keinerlei Dach in irgendeiner Weise. Die sind, ich sag jetzt mal, der Platz ist wie in Sand mitten in der Pampa, wenn man es mal genau nimmt.
da kriegst du das auch mit einer Rasenheizung wahrscheinlich und nicht und viel Energie nur überhaupt auch frostfrei oder sowas. Ja, ja, das ist mal okay. Vom Schnee abgesehen. Lassen wir das, mit der Heizung. Kommen wir zur letzten Partie, Essen gegen Freiburg. Das war ja für Essen eine ganz, ganz wichtige Partie. Und das hat Essen dann ein bisschen glücklich 2-1 gewonnen. Viele Tore. Nein? Das waren zwei schöne Tore. Ja. Von Essen. Schön rausgespielt. Da hat sich Freiburg schön übertölpeln lassen, zweimal. Und die haben ihre Dinger vorne nicht reingemacht. Ja, ja. Also deswegen sage ich ja ein bisschen glücklich, weil die Freiburgerinnen haben ihre Chancen nicht genutzt. Nicht so genutzt, wie man hätte machen müssen. Andersrum muss man sagen, der Trainer Höger hat die Mannschaft wieder hervorragend eingestellt. Er spielt auf einmal ganz anders. Die Mannschaft hat Selbstvertrauen. Die langen Pässe musste auch erstmal von hinten rausspielen. Genau auf die Ramona Meyer. Und Ramona Meyer ist natürlich eiskalt und macht die beiden Dinger da vorne. Nein, wirklich nur, weil eben die Chancen da vergeben worden sind, auch so ein Lattentacher war noch zwischendurch. Aber Essen hat eben halt 2 Pünktchen gemacht und ist dem Nicht-Abspielkissel ein Stückchen was näher gekommen. Ne? Ja, also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wenn ich auf die Tabelle schaue, dann muss ich sagen, absolut Kompliment an Essen. Die sind jetzt momentan so best of the rest, also Platz 6 mit 17 Punkten. 7 Punkte Abstand zu einem Abstiegsplatz. Freiburg hat bisher eine gute Runde gespielt und deswegen, dass die Essenerinnen das gewinnen, war nicht unbedingt zu erwarten. Also großes Kompliment überhaupt für die gesamte Runde, die Essen spielt. Ja. Und natürlich schön, dass sich so ein reiner Frauenfußballverein jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach in der Klasse halten wird. Also die machen wieder gute Arbeit. Also du brauchst so ungefähr 18 Punkte, manchmal 20 Punkte, um nicht abzusteigen. Und da sind die ganz nah dran. Und ich muss noch gegen Potsdam spielen und gegen Köln. Ja, ja, und stehen ja einige hinter ihnen. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt direkt über dem Strich wären, sondern da steht ja Leverkusen, Meppen, Duisburg, Köln, alles noch hinter ihnen. Und deswegen, selbst wenn die jetzt wenig Punkten in den restlichen Spielen, wird es wahrscheinlich schon reichen. Auch Storfeld mit -10 jetzt nicht so schlecht. Also wie gesagt, die machen sehr gute Arbeit, Jahr für Jahr bringen die immer wieder Talente und bauen immer wieder eine neue Mannschaft mit jungen Spielerinnen auf. Und da kann man einfach nur sagen, Chapeau. Chapeau, ja. Ja, ja, also das ist wirklich ein vorbildlicher Verein und die machen aus wenig viel, kann man einfach so sagen. Und wie gesagt, der Höger hat sein System so ein bisschen umgestellt und hat den Spielerinnen das Vertrauen geschenkt, hat er nicht so gut durchgewechselt oder Neueinkäufe zur Halbserie, sondern ja, hat einfach weitergemacht. Ne? Michael? Ja, also ich glaube, der Markus Höger ist sowieso wirklich ein guter Trainer, nicht nur wegen seinem Gefühl für Talente, sondern er hat auch taktisch was drauf. Und mich hat der Sieg von Essen ein bisschen überrascht. Aber der war nicht unverdient. Und ich glaube, Freiburg ist aus dem Kampf um Platz 3 jetzt schon so ziemlich raus. Ja. Es sei denn, sie gewinnen Sonntag gegen Hoffenheim. Aber selbst dann glaube ich nicht, dass sie da oben noch dran kommen. Also um Platz 3 kämpfen Hoffenheim und Frankfurt. Und Freiburg hat zu viele Aussetzer und dieser in Essen, das ist einer davon. Aber wie Andrea sagte, Kompliment, Essen hat für mich mit dem Abstiegskampf nicht mehr so viel zu tun. Klar können sie nochmal mit einer Serie eingeholt werden, aber die werden schon drin bleiben. Ja, da spielen ja auch unten noch welche gegeneinander, die nehmen sich gegenseitig Punkte ab. Wie gesagt, die spielen noch gegen Potsdam und gegen Köln. Also das müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass sie das verbaseln. Ne? Adriana, was denkst du? Nein, also ich glaube, mich hat das auch etwas überrascht, mit dass Essen sich da so durchgesetzt hat gegen Freiburg. Aber muss man auch sagen, also wenn Freiburg zweimal eben in der Situation auch zweimal den gleichen Spielzug da zulässt mit dem langen Ball hinter die Abwehr und Ramona Meyer das beide Male ausnutzen kann, dann ist es am Schluss dann auch eben verdient, der Sieg. Da muss man
Ja, nee, also find es absolut verdient, das Essen da, wo sie gerade stehen, im Mittelfeld. Nein, ich hab ja nicht für unverdient gesprochen, ein bisschen glücklich war es nur. Und sie hätte fast den dritten, da waren noch mal ein oder zwei Situationen, die genauso gespielt worden sind. Da hat die Verteidigerin das Ding noch gerade, der Ramona war ja weggeschnitten. Gut, verlassen wir diesen Spieltag. Turbine Potsdam-Köln wurde abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Ich habe heute in Potsdam nachgefragt. Also, da ist noch nichts fest. Nächstes Wochenende Wolfsburg Turbine Potsdam, Köln gegen Bayern. Ich glaube, da sind die Karten entsprechend schon gelegt. Eintracht Frankfurt, Essen. Wollen wir schauen, wie Essen sich jetzt, Frankfurt sich jetzt verkauft gegen Bremen. Und Essen vielleicht da, man weiß nicht. Duisburg gegen Werder Bremen wird ein spannendes Spiel. Also beide um den Klassenerhalt. Meppen gegen Leverkusen. Leverkusen für mich die Enttäuschung der Saison, finde ich. Da hätte ich mehr erwartet. Meppen, denke ich mal, kann da richtig was reichen, ne? Und der Leverkusen da in den Abstieg mit reinziehen, ne? Freiburg-Hoffenheim? Ja, schauen wir mal, ne? Du hast ja erzählt, heute ist Stabübergabe, Michael, in Hoffenheim. Ja, genau. Also mit dem heutigen Tag hat Stefan Lerch die Position des Cheftrainers übernommen. Hat heute das Training geleitet. Ich habe ihn morgen um 12 dann im Interview für die Lokalzeitung und dann später auch für Fido. Ja, Nadine Reuser hat eine tolle Bilanz hingelegt. Sie hat immer gesagt, sie hat kein Problem damit, dann wieder als Co-Trainerin zu arbeiten und geht zu Stefan Lerch verantwortlich. Er war ja eh in die meisten Dinge mit eingebunden, hat auch taktische Tipps gegeben. Insofern, wie hat Nadine Reuser gesagt, kein Neuanfang, sondern ein nahtloser Übergang. Ja, okay. Ja, wir wünschen den Stefan Lerch alles Gute, viel Erfolg mit der Mannschaft, die richtigen Worte finden, dass der Übergang klappt und dass man eben halt da weitermacht, wo Nadine aufgehört hat. Ne? Also das Interview von Pauline Krumbiegel klang ja da auch sehr positiv in die Richtung. Und die hat das ja auch schon unterstrichen, dass der Stefan Lerch da auch schon involviert war. Also das von daher, glaube ich, die Mannschaft scheint sich ja zu freuen und so weiter. Also von daher, weil der Kontakt da war. Er ist kein Fremder, da ist mir schon klar, dass er bei Besprechungen dabei war, dass man taktisch Analysen gemacht hat und so weiter. Alles andere wäre dumm. Ne? Okay, verlassen wir die Bundesliga, kommen wir zur englischen Liga. Und da haben wir auch so einiges zu erzählen. Adriana, du hattest das über einige Spiele dort gesehen. Chelsea gegen Brighton und gegen Man United. Vielleicht fängst du mal an, weil der Andreas möchte da von dir auch so ein paar Dinge mal von deiner Seite aus hören. Ja, gerne. Also gegen Brighton war ja das Nachholspiel unter der Woche. Da ging es für Chelsea eben vor allen Dingen darum, nach dem verlorenen WSL Cup, Conti Cup Finale gegen Arsenal, da so ein bisschen wieder zurückzukommen in den Liga-Alltag und wieder die drei Punkte natürlich zu holen, um da weiter vorne mitzuspielen, vorne wieder die Tabellenspitze zu übernehmen, was dann durch das Man United Spiel erfolgt ist. Und dadurch, dass der Gegner Brighton war und eben diese doppelte Belastung mit dem Finale vorgeherrscht hat, gab es dann auch einige Rotationen im Kader. Muss aber auch sagen, dass zum Beispiel jemand wie Aaron Cuthbert und Guru Wrighton auch das Spiel gegen Manchester United nicht dabei waren, also da verletzungsbedingt nicht dabei waren, die beide sehr wichtig sind normalerweise für den Kader. Und ansonsten auch in Zweitbesetzung, glaube ich, dann Chelsea trotzdem gut solide aufgetreten. Es war keine Glanzleistung, aber dann 4-0 gewonnen, das erste Tor eben durch einen Elfmeter und dann, ja, also muss man sagen, das war so wirklich so ein Emma Hayes war dann auch sehr zufrieden und was auch noch erwähnenswert war, dass Melanie Leupolz eben das erste Mal wieder in der Startelf gestanden hat und das auch also wirklich gut, also muss
da war ich auch sehr überrascht, was sie wirklich schon wieder für eine Physis da in das Spiel gebracht hat. Und eben, um dann gleich überzuleiten auf das Man United-Spiel, da wo sie eben auch von Anfang an gespielt hat. Natürlich ein extrem wichtiges Spiel für beide Mannschaften, weil es eben um diese Spitzenduell ist, weil Man United zuvor eben Erster war. Und Manchester United hat insgesamt tatsächlich mehr Ballbesitz gehabt. In der ersten Halbzeit definitiv auch mehr Spielanteile. Chelsea hat da sich so ein bisschen das eher angeschaut, sage ich mal, und dann mit langen Bällen versucht, da Sam Kerr zu erreichen und so die Tore zu erzielen, was dann auch gelungen ist. Also da mit einem sehr, sehr starken Assist von Lauren James auf Sam Kerr, die dann ja in Sam Kerr-Manier eben dieses 1-0 erzielt hat, was dann am Schluss auch spielentscheidend war. Also muss man schon sagen, dass Chelsea nicht direkt, sage ich mal, das Spiel dominiert hat in irgendeiner Weise, sondern dass Man United da durchaus mitgespielt hat, aber dann nicht geschafft hat, wirklich Chancen zu kreieren. Obwohl man auch sagen muss, dass da zwei Situationen gab, da wo es schon auch ein Elfmeter hätte gepfiffen werden können gegen Chelsea. Durch den Sieg eben Chelsea wieder an der Spitze mit auch noch einem Spiel, das sie noch nachzuholen haben. Der Andreas, der hat immer beigepflichtet. Andreas? Ja, ich bin extra im Hotel geblieben, um das Spiel auf BBC 2 anzuschauen, weil es war ja das Topspiel, eben Zweiter gegen Erster. Und mein Eindruck war, Chelsea war nach der Niederlage im Conti-Cup-Finale wieder sehr viel fokussierter. Emma Hayes hatte das ja auch deutlich angesprochen, deutlich kritisiert, dass ihre Mannschaft nicht hungrig genug gewesen sei. Und ich denke, die haben so ein bisschen einen Weckruf gebraucht und sind jetzt wieder sehr fokussiert. Und zum Spiel gegen Man United ist auch so mein Eindruck, das ist auch wieder das Chelsea, wie man es seit Jahren kennt. Wenn es drauf ankommt, können die einfach die großen, die wichtigen Spiele gewinnen. Es war ein tolles Tor von Sam Kerr, der hatte nochmal so eine tolle Chance und so viele Chancen, trotz vieler Spielanteile oder Ballbesitz, hat Man United nicht gehabt, also nicht zwingend die Chancen, war so mein Eindruck. Und auch das, was Adriana ja gesagt hat, sollte man nicht vergessen, mit Erin Cuthbert und Coro Reiten sind zwei weitere Stammspielerinnen ausgefallen. Und es fehlt ja auch Fran Kirby seit Anfang Februar und es fehlt praktisch die ganze Saison Pernille Harder. Also wenn man immer über Verletzungspech bei Bayern oder auch bei Arsenal spricht, zu Recht spricht, muss man aber auch fairerweise einräumen. Also Chelsea hat es jetzt auch hart getroffen und nimm mal bei irgendeiner anderen Mannschaft 4 Stammspielerinnen raus, dann sieht es nämlich nicht ganz so gut aus. Das zeigt natürlich die Breite vom Kader, das zeigt, was ich ja schon seit Wochen erzähle, das zeigt auch, dass Chelsea, ähnlich wie Wolfsburg, eben zwei Mannschaften stellen könnte und würde mit beiden Mannschaften um den Titel spielen. Und deswegen kann Emma Hayes eben rotieren oder kann sie eben solche Verletzungen auch auffangen. Aber ja, auch das gehört eben zum Kadermanagement oder zur guten Personalplanung. Deswegen, ja, war ein Statement. Sie sind wieder Erster, wenn sie ihr Nachholspiel gegen Liverpool voraussichtlich gewinnen, haben die 5 Punkte Vorsprung und ich denke, die werden sich's eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Aber schauen wir mal, bleibt spannend, weil dahinter verdichtet sich's ja auch. Da sind noch 3 Mannschaften, die um den zweiten Platz sind. Wenn ihr beide das so hört, Michael und der Charlotte, mit dem Spiel, mit der Rückkehr von Melanie Leupolz, was denkt ihr darüber? Gerade so in Bezug auf Melanie Leupolz. Ja, ist eine schöne Sache, dass sie wieder zurück ist. Mhm. Und Thema Schwangerschaften war jetzt ein bisschen das Thema, auch durch Almut Schulz, was sie dazu gesagt hat. Ich finde es gut, dass sie wieder da ist und vielleicht bald auch wieder ihre Bestform hat. Und Charlotte? Ich finde gut, dass das so, ich sage jetzt mal, geräuschlos vonstatten geht. Also ohne dieses, das Ganze so in den Vordergrund zu stellen, wie das jetzt auch in meinen Augen die Almut macht, da auf die Tränendrüse irgendwie drückt, dass sie vereinslos ist und tralala und nicht
so abgesichert und so weiter. Und die Melanie Leupolz macht das ja geräuschlos, so wie ihr ganzes Leben so geräuschlos verläuft und nicht dieses ständig irgendwo im Mittelpunkt stehen müssen und alles so mein Privatleben da in den Mittelpunkt stellen. Und das ist das, was mir neben dem, dass sie wieder auf dem Platz steht und ja, obwohl ihre Leistung wieder bringt oder bringen kann, so gut gefällt. Und sie sich damit auch sicherlich wieder ein Stück weit ja auch in der Nationalmannschaft ins Gespräch bringen wird, denke ich mal. Ja, was, da kommen wir bestimmt noch später drauf mit der Nationalmannschaft, ja, Andreas? Ja, großes Lob an wie, Charlotte, großes Lob an Melli Leupolz und aber auch großes Lob an Chelsea, die mit der Schwangerschaft insgesamt hervorragend umgegangen sind. Aus den wenigen Statements, die man so gehört hat, war das alles vorbildlich und Melli Leupolz bringt ihren Nachwuchs dann ins Trainingscamp mit und das ist jetzt der neueste Little Blues im Kader und so. Also das ist von beiden Seiten wunderbar gemanagt worden und es ist einfach schön, so eine tolle Spielerin eben wieder auf dem Platz zu sehen. Ja, aber ohne das immer so in den Vordergrund zu schieben. Ja, ja. Ne? Es gibt Statements dazu, die gibt es von Chelsea dazu, die gibt es von der Melli dazu, aber alles so auf einer sachlichen Ebene irgendwie. Also sachlich ist jetzt ein bisschen doof für sowas, aber ich finde es, ja, doch irgendwo ist es sachlich, das Ganze. Und ich denke, sie haben sie auch genauso unterstützt in der Zeit nach der Schwangerschaft, dass sie wieder auf ein Level kommen konnte, dass sie ins Trainingslager mit einsteigen konnte, im Anfang des Jahres und so weiter. Aber alles im Hintergrund gelaufen, ja. Und ich denke, so kann es auch sein. Das ist wirklich vorbildlich, muss man einfach so sagen. Aber ich glaube, irgendwie ist da England ein bisschen wieder voraus uns Deutschen. Ne? Also aber auf der anderen Seite, wenn du guckst in Lyon, mir fällt der Name der anderen Spielerin da nicht mehr ein, der französischen Spielerin, wenn du da Bilder jetzt von Lyon siehst, da siehst du auch, wie der Kinderwagen durch die Gegend geschoben wird. Also es kann auch in Lyon anders laufen. Aha. Also da, ne? Okay, ja. Ist doch ein schönes Zeichen. Ja. Für den Frauenfußball. Adriana, du hattest noch den Gedanken zu Herrn Scheuer. Der Abgang, dass es eine kurze Zeit nur gedauert hat bei Breiten. Da möchtest du auch noch was zu sagen. Ja, genau, das wollte ich nur kurz ansprechen, weil es ja doch jetzt ein paar Trainerwechsel gab in der WSL, auch heute erst mit der Tottenham-Trainerin Rianne Skinner, die eben entlassen wurde, im Hinblick auch auf das Duell gegen Leicester City, eben die beide gerade Vorletzter und Letzter. Das wird natürlich auch so ein entscheidendes Duell am Mittwoch. Aber klar, bei Jens Scheuer, der ist ja erst in der Winterpause zu Brighton gekommen, die ja auch momentan nicht so gut dastehen, relativ weit unten in der Tabelle. Und ja, ich glaube, da hat man sich schon so ein bisschen was, so ein Weckruf erhofft in der Mannschaft. Und offensichtlich hat das nicht geklappt. Ich glaube, er hat nur einen Punkt in den WSL-Spielen seit in der Rückrunde gesammelt. Und nein, also ich glaube, es war von beiden Seiten auch einvernehmlich die Entscheidung, dass er geht. Und jetzt hat die Assistenztrainerin übernommen, hat es vorher auch schon mal gemacht. Natürlich ist da dann nicht optimal für sie gewesen, dass das erste Spiel gleich gegen Chelsea war, wo sie natürlich klar der Underdog waren. Aber insgesamt für Jens Scheuer natürlich auch schwierige Situation. Nach Bayern eben dann jetzt nicht geglückt sozusagen, das Comeback. Aber von dem, was man auch so ein bisschen gehört hat, sowohl von Bayern-Seite als auch von Brighton-Seite, dass da anscheinend dann auch irgendwie menschlich oder in die Richtung auch nicht immer alles übereingestimmt hat. Also die menschlich. Ja, niemand, aber deswegen sollten wir vorsichtig sein mit so Kommentaren, aber das, was ich so aus meinen Quellen gehört habe, geht auch in die Richtung, dass er nicht den, wie soll man es vorsichtig formulieren, dass er nicht den richtigen zwischenmenschlichen Draht gefunden hat und mit seinen Vorstellungen nicht so ganz
nach Brighton gepasst hat. Ich habe auch ein Interview von ihm gesehen, als er kurz nachdem er übernommen hatte, dass er Sky UK gegeben hat. Da hat er von einem Projekt gesprochen, dass er in 2 Jahren unter den Top 5 sein will mit dem Verein. Also ich weiß nicht, er ist vielleicht mit anderen Vorstellungen angetreten. Und ob es jetzt nun so arg einvernehmlich war, also ich glaube, so wie ich gehört habe, ging die Trennung schon vom Verein aus und man hat es eben als beiderseitiges Einvernehmen jetzt dann am Ende verkauft. Also egal, Jens Scheuer ist mit Bayern Meister geworden, von daher ganz schlecht kann er nicht sein. Als Trainer wünschen wir ihm alles Gute und ja, es hat eben nicht ganz so funktioniert. Also wenn man die Kommentare gelesen hat zu der, englischen Kommentare, waren da aber auch Kommentare dabei, die gesagt haben, man muss auch die Mannschaft in die Verantwortung nehmen. Also von daher, ich kann die Mannschaft jetzt nicht beurteilen, wie gut oder schlecht die ist. Also ich denke, da gibt immer zwei Seiten der Medaille. Deswegen muss man vorsichtig sein mit Kommentaren, solange man die Hintergründe nicht genau kennt. Gut, dann haben wir die Hintergründe, kennen wir nicht. Und bloß das Zwischenmenschliche wundert mich eigentlich, weil er bei Bayern München, so was ich mitgekriegt habe, eigentlich mit den Mädels ganz gut gesprochen haben. Ne? Aber die Sprache ist ja auch ganz wichtig. Das ist nicht so ganz einfach im Fremdenland, da den richtigen Ton zu finden. Man fasst dann vieles dann vielleicht auch mal falsch auf oder man versteht es falsch. Kenne ich aus meinem Berufsleben in Amerika. Das war auch nicht so ganz einfach. England ist damit erstmal vorbei, wobei Andreas möchte noch über den, wie nennt sich das, diesen Tag Women's Football Weekend kurz berichten. Das war ganz wichtig, weil da gibt es noch was zu erzählen, was beispielhaft ist. Ja, da kommen wir eben dann auch, oder schlagen wir die Brücke eben auch zum deutschen Fußball. Also am Wochenende 24. bis 26. März ist ja für die Männer Länderspiel frei. Also weder die Bundesliga noch die Premier League der Männer spielen. Und da hat die WSL das Women's Football Weekend ausgerufen für diese 3 Tage. Und die Vereine haben entsprechend reagiert. Es spielen Everton gegen Liverpool, es spielt Aston Villa, ich glaube gegen Leicester City und Man United. Sorry, muss ich jetzt passen, gegen wen? Die 3 spielen in den großen Männerstadien an diesem Wochenende. Und das finde ich wieder ein ganz starkes Zeichen, dass man einfach sagt, ein Wochenende, an dem eben die Männer nicht spielen, das nutzen wir, um den Frauenfußball dem eine Plattform zu geben und gehen mit 3 von 6 Spielen ins große Stadion. Da werden wir sicher wieder Zuschauerzahlen von 15.000, 20.000 erleben. Für die Spielerin selber ist es sicher toll im Goodison Park, Everton gegen Liverpool oder im Old Trafford bei Manchester United anzutreten. Toll, eine Chance genutzt. Und am gleichen Wochenende haben wir in der Bundesliga, jetzt schlage ich die Brücke, das Spitzenspiel Bayern gegen Wolfsburg. Keine Fußball-Bundesliga der Männer. Die Bayern-Frauen feiern sich, dass sie 2.500 Karten innerhalb von 30 Minuten abgesetzt haben und das Spitzenspiel, das Topspiel, 2. gegen 1. im kleinen Campus austragen. Also bitte, und wieder die Brücke zurück. Gestern Abend war ich zum Abendspiel im Meadow Park bei Arsenal. Sonntagabend, 18.45 Uhr, nicht gerade günstige Anstoßzeit, gerade für Familien, die da zu dem Spiel gehen. Es hat geschüttet aus einem Loch. Es hat eine Stunde vorm Spiel angefangen und hat dann durchgeschüttet. Man war auf der Tribüne klatschnass. Die Spielerinnen waren durchnässt. Es waren eklige Bedingungen. 3.900 Zuschauer. So, und jetzt bitteschön, FC Bayern, feiert euch nicht für 2.500 zum Topspiel gegen den Ersten, gegen den Tabellenführer. Denn das Spiel gestern, die 3.900, bei strömendem Regen war das Spiel 4. gegen 9. So, das wollte ich loswerden. Das war interessant. um das vielleicht zur Erklärung der Zuschauer. Du bist ja gerade in England und die Adriana ist ja auch in England und wir haben hier eine Zuschaltung aus England. Zu dem Spiel Wolfsburg, Bayern oder Bayern Wolfsburg ist ja auch noch dieses Ticketing-Verfahren, ist ja auch noch so ein kleiner Witz.
Da wollte auch noch jemand was dazu sagen. Wer fängt damit an? Also innerhalb von einer Viertelstunde ausverkauft und ich habe keine Karte gekriegt. Also ich fange da gern auch wieder an. Man weiß ja, dass ich, wenn immer möglich, bei Bayern bei den Heimspielen dabei bin. In diesem Jahr ja leider ohne Dauerkarte, weil man auch sich entschieden hat, keine Dauerkarten anzubieten. Das heißt, man muss ja immer auf die Online-Plattform gehen und schauen, dass man sein Ticket kriegt. 12 Uhr am Donnerstag war Vorverkaufsstart für das Topspiel gegen Wolfsburg. Um 12.10 Uhr hat eine Fußballfreundin Alarm geschlagen bei mir, die immer die Tickets für uns besorgt, hat gesagt, ich komme auf die Plattform, aber es gibt in keinem Block mehr Tickets. Dann haben wir es zu dritt versucht, ständig neu geladen und versucht. Dann bist du wieder reingekommen ins Programm. Dann gab es zwischendurch mal VIP-Tickets für 150 Euro. Sorry, ich gehe gern zum Frauenfußball, ist mir dann aber doch zu teuer. Dann gab es wieder gar keine Tickets, dann war der Server wieder überlastet und um 12.30 Uhr kam dann diese Mail, wo man sich selber gefeiert hat, wir haben das Topspiel innerhalb von 30 Minuten ausverkauft. Super. Also wir hatten jetzt noch Glück, haben 3 Stehplatztickets ergattert, aber ich möchte nicht wissen, wie viele wirklich treue Fans, die zu jedem Spiel kommen, eben leer ausgegangen sind, weil sie eben nicht um 12 Uhr und ein paar Sekunden auf die Online-Plattform gehen konnten, dass sie zu der Zeit arbeiten. Und es ist wirklich beschämend, wenn man an dem Wochenende nicht in die große Allianz Arena geht, die frei ist, und sich dann noch dafür auf die Schulter klopft und in Facebook und in Instagram feiert. Ich weiß nicht, gehen Sie in Spielerverhandlungen mit neuen Spielern und sagen, bei uns könnt ihr am Campus immer vor ausverkauftem Haus spielen. Wir stellen Rekorde auf, was die Zuschauer, was den Ticketverkauf angeht oder was. Also merken die das nicht selber, dass sie die Lachnummer der Liga und auch die Lachnummer in Europa sind? Wenn ich meinen Arsenal-Freunden erzähle, die schütteln nur mit dem Kopf und sagen, that's not true, isn't it? Ich sage, oh well, that's true. Ja, vor allen Dingen fragt man sich jetzt auch, also ich jetzt als neutraler Zuschauer oder sowas, was ist jetzt mit Wolfsburg-Fans? Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob die jetzt da einen Block offen gelassen haben, vorne das. Aber ansonsten bist du ja, sage ich jetzt mal, als Auswärtsfan und ich meine, Wolfsburg hat ja immer ein paar Zuschauer unterwegs, die auch sicherlich nach München fahren würden, können dann ihre Mannschaft auch nicht unterstützen. Das kommt ja dann auch noch hinzu. Ja, ja, das ist schon, also wo man sich dann fragt, ne, was geht da ab irgendwo? Also ich würde mich jetzt im umgekehrten Fall als Frankfurt-Fan total ärgern, wenn ich da jetzt keine Karte mehr kriegen würde. Ja. Um meine Mannschaft zu unterstützen. Ja. Also nicht nur, dass die Bayern-Fans gekniffen sind, sondern halt auch als Gästefan bist du ja unter Umständen auch gekniffen. Ich glaube, die Gästefans. Also ein paar hundert Karten wird man da nach Wolfsburg, glaube ich, gegeben haben. Aber trotzdem. Ja, du musst ja, glaube ich, auch Karten abgeben zum Gast, aber trotzdem. Das ist doch absolut. Ich finde, das ist Kabel für einen Verein, der in die Weltspitze des Frauenfußballs will, die Allianz Arena nicht bereitzustellen. Bei so einem Spitzenspiel, da wo es um die deutsche Meisterschaft geht, dann das Ticketing-Verfahren so eng macht, also ist für mich unbegreiflich. Adriane, du wolltest, bevor ich dir Michael noch gerade dazu nehme, wolltest du noch was sagen? Du wolltest reingrätschen. Ja, genau. Nee, also ich finde, das sind auch komplett die falschen Signale. Also gerade wenn man immer davon redet, ja, der Frauenfußball will sich auf der großen Bühne präsentieren und so weiter, ist natürlich komplett das falsche Signal, wenn das größte Spiel in der Liga, eins der beiden größten Spiele in der Liga, eben am Campus stattfindet und gerade auch der FC Bayern, die sich jetzt natürlich auch, ich glaube, habe heute gehört, dass 10.000 Tickets für das Spiel gegen Arsenal in der Allianz Arena verkauft worden sind bisher. Und also wenn nicht dieses Spiel gegen Wolfsburg ins große Stadion verlegt wird, welches soll dann verlegt werden? Also ja, und ich glaube, eine andere Sache ist auch nochmal, was eben hier in England besser gemacht wird, dieses Advertisement, wie man diese Spiele präsentiert und was das Ganze drumherum, dass man da früh anfängt, wirklich schon Werbung dafür zu machen, dass dieses große Spiel kommt, dass man früh sagt, es geht ins große Stadion und so weiter, dass man wirklich dann auch die Zuschauer erreichen kann. Michael, ich habe eine Frage dazu jetzt noch. Wann stehen die Spieltage fest? Ich meine, bei uns immer dieses Stückchensweise, wann die Spieltage terminiert sind.
Wie ist das in England? Wird das auch so blockweise? Das ist auch sehr schlecht durch die TV-Coverage, wird auch ständig hin und her geschoben. Okay, also ne, ich meine, wir haben jetzt bis zum Spieltag 1. April, also bis zu dem Spieltag ist jetzt, was ist das Spieltag, keine Ahnung, 16 oder was das ist, und dann fehlt wieder der Rest. Ich meine, das Einzige, was wieder feststeht, ist der letzte Spieltag, weil da spielen alle zur gleichen Zeit. Aber dass das auch für mich immer zu kurz ist irgendwo, auch als für Fans oder sowas, wenn du dir was überlegst, fährst du irgendwo hin, zum Beispiel jetzt nach München fährst du oder fährst du nicht, dann weißt du nicht, ist es Freitag, ist es Samstag, ist es Sonntag. Also das muss, finde ich, auch in Deutschland besser werden, finde ich. Aber jetzt will ich den Michael noch mal kurz reinnehmen. Entschuldigung. Ja, alles gut. Michael, der wollte schon länger. Was sagst du zum Ticketverfahren, zur Allianz Arena, dass man da auf dem Campus spielt? Geht's noch oder was meinst du? Ja, das ist nicht zu begreifen und das passt so zu dem Bild, was Bayern München auch gegenüber uns Journalisten abgibt. Diese mangelnde Serviceorientierung, diese fehlende Leistungsbereitschaft, und es passt einfach nicht zu den Ambitionen, die der Herr Heiner letztes oder vorletztes Jahr mal formuliert hat, dass sie eben auch im Frauenfußball die Nummer 1 werden wollen. Sportlich sind sie es derzeit nicht, organisatorisch und medial sind sie es schon gar nicht. Und nochmal, die Voraussetzungen sind optimal. Die Männerbundesliga spielt nicht. Und dieses Argument, was da teilweise in den sozialen Medien verbreitet wurde, dass so ein Umzug teuer ist. Ja, der ist teuer. Ich weiß es von Hoffenheim, vom Ralf Zwanziger. Der Umzug gegen Wolfsburg ins große Stadion, der hat schon was gekostet. Aber wenn die ARD überträgt, ist die Reichweite so groß, dass man wieder zusätzlich Sponsorenbanden und sowas verkaufen kann. Insofern lohnt sich das dann in jedem Fall. Und bei Bayern kommt das immer so, es ist uns alles zu viel, wir machen das nicht. Und das kann es nicht sein. Und okay. Da gibt es jetzt wieder so ein Stichwort Vermarktung. Ich weiß nicht, wer das Interview mit Manuel Hartmann im Magenta Talk gesehen hat, der halt nochmal gesagt hat, was der DFB alles macht und sagt, auch die Vereine sind in der Verantwortung, sich weiter zu vermarkten und was zu tun. Und ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber zwischen 30% und 40% übernimmt der DFB die Vermarktung für die Liga und für die Vereine. Das ist in keiner Liga sonst. Ich glaube nicht, dass englische Verband so viel Vermarktung für die Vereine übernimmt. Die machen den Vertrag mit Sky und BBC oder sowas und geben die Gelder aus. Aber bei uns kommt also jetzt durch die Namenswriting, also mit Flyer-Alarm noch Geld rein, was die Vereine kriegen. Also auch, ja, aber ich glaube, manche und auch inklusive der Fans glauben, der DFB muss alles machen und die gebratenen Tauben fliegen den Vereinen in den Hals, ja. Und das ist das, was ich dann nicht verstehe. Und da kann Geld regeneriert werden oder generiert werden. Und das muss jeder Verein für sich tun. Da haben wir eigentlich schon öfters drüber gesprochen, ja. Andreas, ne? Ja. Dass da die Maschinerie anlaufen muss mit Plakate, mit Werbung in ja. den Busse. Ich weiß ja. nicht, Litfaßsäule vielleicht noch. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen einfach alles an, kostet sicherlich auch irgendwo Geld, ist mir schon klar, aber du kriegst es doch wieder rein. Das ist doch ja. Aber wenn ein Verein wie Bayern nicht das Geld hat, also ja, man muss dann eben investieren und es ist nicht damit getan, dass man ab und zu zweimal im Jahr eine schöne Rede schwingt und sich am Campus oder so mit den Spielerinnen fotografieren lässt und sagt, wir sind ganz stolz auf unsere Mädels. Nein, man muss auch wirklich aktiv was tun für den Frauenfußball. Man muss das vermarkten, man muss es voranbringen, man muss auch mal ins Risiko gehen, eben ins große Stadion gehen und das entsprechend vorher vermarkten und nicht 2,5 Wochen vorher, nachdem man es bis dahin totgeschwiegen hat, dieses Topspiel, dann erst den Vorverkauf starten. Ja, und
wie gesagt, also ich bin einer der treuesten oder der treuen Fans, die wirklich zu jedem Spiel, wenn es irgendwie geht, ins Stadion gehen. Aber das ist wieder so eine Aktion. Ich fühle mich als Fan auch nicht wertgeschätzt. Und ich sage ganz offen, wenn in Zukunft Arsenal und Bayern die Mädels jeweils gleichzeitig ein Heimspiel haben, dann gehe ich dahin, wo ich mich wertgeschätzt fühle. Und das ist hier in London. Da wird Wochen vorher, kriegst du regelmäßig Nachrichten. Da wird über den Supporters Club wird ständig Werbung gemacht. Da kriege ich E-Mails zugeschickt zum Spiel, Informationen, wir spielen das jetzt wieder im Emirates oder das in Meadow Park. Und du kriegst ständig Nachrichten, es wird vermarktet. Du fühlst dich wertgeschätzt, es läuft ganz anders ab. Also da ist sehr viel Nachholbedarf und für einen Verein, der die Ansprüche an sich auch stellt, wir wollen in die europäische Spitze mit unseren Frauen, da ist sehr viel Nachholbedarf. Und man hat sich nochmal, man hat sich blamiert mit dieser Aktion jetzt zu dem Topspiel gegen Wolfsburg. Also da hat man sich wirklich blamiert. Also ich bin ja wirklich zurückhaltend mit Kritik, aber das ist ja wirklich die Blamage hochfallen. Noch irgendwas zu dem Spiel zu sagen, zu der Bundesliga oder so? Ja. Ich wollte dann noch mal verstärken. Also das ist diese Wertschätzung, die Andreas gerade angesprochen hat. Das ist ja, die sagen ja, wir haben unser Stadion voll, 2.500 Zuschauer. Die anderen Fans, das sind uns egal. Medial ist es so, ne, wir brauchen nur die Medien mit der größten Reichweite. Die anderen kriegen keine Interviews und kriegen keine Pressemeldungen. Wenn ich dann sehe, dass der VfL Wolfsburg beim Auswärtsspiel in Leverkusen eine halbe Stunde nach Spielende in einer WhatsApp-Gruppe 4 Spielerinnen-Statements und den Trainer rumschickt, dann sieht man diese Diskrepanz. Das sind Welten zwischen Wolfsburg und Bayern München. Hoffenheim hat eine ähnlich gute Pressearbeit, einige andere auch noch eine ganz gute. Aber bei Bayern ist weder dieses Feeling für die Medien da, noch für die Zuschauer und die Fans. Okay, jetzt haben wir Bayern abgefrühstückt. Ich glaube, wenn die den Talk hören, gehen die rot aus dem Büro. Ja, ja. Sollen sie mal ruhig, sie haben es verdient, auch mal die Kritik zu empfangen. Mir gegenüber sind sie auch schon frech aufgetreten, aber auch da lässt sich Wolfsburg auch nicht gerade hinten anstellen. Wertschätzung ist halt nicht groß geschrieben. Nun, es kam mal heute vernehmen können, dass Jennifer Marusan zurücktritt. Das wollen wir so als letzten Punkt noch behandeln. Viele schreiben vom Paukenschlag. Fans sind enttäuscht, verstehen es aber. Wie ist denn eure Meinung zu? Vielleicht nacheinander kurz. Fangen wir mit Adriana an, wie du die Nachricht gehört hast von Jennifer. Was ist bei dir da vorgegangen? Also ich muss sagen, ich war schon etwas überrascht, aber vielleicht nicht unbedingt direkt dadurch, dass sie eben zurückgetreten ist, sondern eher, dass man eher mal wieder was von ihr hört, wenn das irgendwie Sinn macht, weil man irgendwie doch so ein bisschen, gerade auch bei der Europameisterschaft, ein bisschen vergessen hat, dass sie überhaupt, also wirklich auch Teil des Teams ist, gerade durch die Verletzungen, dass sie nicht diese konstante Leistung für die Nationalmannschaft bringen konnte. Und klar, jetzt hat sie durch diese Verletzungen gesagt, dass es zu viel für sie ist, dass es extrem viel Kraft kostet, überhaupt auf diesem hohen Level zu spielen. Und ja, das kann man natürlich verstehen und ist wahrscheinlich für sie auch die bessere Entscheidung. Aber trotzdem natürlich interessant, dass sie das jetzt so vor der Weltmeisterschaft sagt, vor dem größten Turnier, was eine Fußballspielerin spielen kann. Also ja, doch so gewisse Überraschung ist auf jeden Fall da. Okay, Charlotte? Ja, ein Stück weit überrascht. Auf der anderen Seite hat sie es ja auch begründet und auch begründet, warum sie es jetzt vor der WM macht. Also weil alle ihre Weltmeisterschaften nicht gelaufen sind. Sie, ob das gerade in Frankreich war, wo sie schwerer verletzt war, 2011 war sie verletzt. Und ich habe gerade überlegt, ich glaube 2015 in Kanada war sie auch zumindest angeschlagen. Also von daher kann ich es irgendwo verstehen und sie für sich ja wohl auch gemerkt hat,
Es hat ja auch ja irgendwie was nicht gefehlt, wie sie jetzt die EM und ich glaube, wir haben ja auch immer wieder mal gesagt, so toll war sie immer in der Nationalmannschaft nicht. Sie konnte nie die Leistungen in der Nationalmannschaft zeigen, die sie in den Vereinen gezeigt hat. Also von daher, ich glaube, ihr bestes Turnier, und selbst da, sage ich, war sie zum Teil, hat man sie auf dem Platz gesucht, war das Turnier in Rio bei Olympia, wo sie im letzten Spiel, klar, die 2 Tore gegen Schweden gemacht hat, aber und ich muss sagen, ich habe sie nicht vermisst in England. Von daher fällt mir das jetzt so ein bisschen leicht, sage ich jetzt mal. Okay, Andreas? Ja, ich sag mal, oder formuliere es mal positiv, Respekt für ihre Entscheidung. Und sie beendet damit ihre Nationalmannschaftskarriere. Sie wird immer als eine der großen Spielerinnen im deutschen Frauenfußball in Erinnerung bleiben. Und wünschen wir ihr, dass es im Vereinsfußball noch ein paar Jahre geht, dass sie dann noch auf hohem Level spielen kann. Sie hat sehr viele Trophäen mit den Vereinen gewonnen. Und ja, alles Gute. Und zu ihrer Entscheidung, Respekt dafür. Sie kommt vielleicht einer Entwicklung zuvor, die bei der WM dann spätestens eingetreten wäre, nämlich, dass sie nicht mehr der wichtige Bestandteil im Team gewesen wäre, der sie auch selber sein möchte. Also jetzt alles mal ein bisschen vorsichtig formuliert. Und wie gesagt, man sollte jetzt nicht auf ihr rumhacken, sondern alles Gute, dass es mit ihrem Knie weiter funktioniert, dass sie weiter auf hohem Level spielen kann. Und für die Nationalmannschaft selber, denke ich, Martina Voss Tecklenburg wird sie ersetzen können. Und es ist eine Chance für junge Spielerinnen, jetzt da ihren Weg zu gehen, weil Maro wäre sonst auch aufgrund ihres Namens eher gesetzt gewesen im Team. Und so kann es auch befreiend sein für die Mannschaft. Michael? Ja, also ich habe, als die Meldung heute Mittag kam vom DFB, ich habe es schon als Paukenschlag empfunden, deswegen habe ich es auch so formuliert bei Fido, und die Reaktion auf den Artikel war auch so umfassend, dass das gerechtfertigt ist, aber ja, ich habe auch zu denen gehört, die immer der Meinung waren, dass sie ihr volles Potenzial in der Nationalmannschaft zu selten ausgespielt hat. Sie hat ihre Klasse, zweifelsohne, aber die EM hat gezeigt, dass es ohne sie geht, und ich finde die Begründung nachvollziehbar und auch mein Respekt, dass sie es rechtzeitig vor der Weltmeisterschaft macht. Insofern kann man hier im Vereinsfußball noch wünschen, dass sie verletzungsfrei bleibt und noch ein paar Erfolge erringen kann. Ja, dann von mir, also ich will nicht auf ihr rumhacken. Man hat gesehen, sie fehlt im Spiel nicht. Ich glaube auch, das hat sie gesehen, hat sie auch so etwa geschrieben. Also sie hatte da keine Tränen in den Augen. Die Zeit war für sie vorbei, aufgrund der vielen Verletzungen, vielleicht auch durch ihre Embolie. Ich habe heute nochmal nachgelesen, sie hat eine beidseitige Embolie gehabt. Das belastet natürlich auch, aber man hat sie oft genug im Spiel gesucht, also und nie gefunden. Deswegen denke ich mir mal, ist es für Martina Voss-Tecklenburg jetzt etwas einfacher, weil sie hätte sie setzen müssen vom Namen her und hätte damit eine Sydney Lohmann oder wen auch immer vielleicht draußen lassen müssen von Anfang an. Ich glaube, dass junge Spieler dann jetzt folgen werden, die in ihre Fußstapfen treten werden und Deutschland auch gut auf der WM vertreten werden. Ich wünsche ihr viel Glück in Lyon, dass sie weiterhin in dieser Liga ihre Tore schießt und dass sie weitgehend verletzungsfrei bleibt. Ist das soweit in Ordnung? Ja. Dann danke ich euch recht herzlich, dass ihr dabei wart. Die beiden Engländer, Adriana und Andreas, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch zugeschaltet habt. Charlotte ist in Deutschland noch
Und der Michael ist auch noch in Deutschland, der Klaus ist auch in Deutschland. Er ist ein bisschen älter geworden am Samstag, aber er ist auch in Deutschland. Also, vielen herzlichen Dank und ja, man sieht sich dann.